Zweite Bibelarbeit zum Gesamtthema Jesus als Seelsorger zu einer gefährlichen Zeit für Zuhörer mehr noch als für Referenten. Aber der Herr wird uns hindurchtragen. So, wir werden reden über den Hilflosen von Johannes 9 und über die Trauernden von Johannes 11. Der erste Text ist etwas unbekannter, wird uns etwas ausführlicher verfolgen, begleiten. Wir wollen aber einsteigen mit einer Überlegung zum Gesamtthema Seelsorge. Seelsorge hat ja als grundsätzliche Voraussetzung eine gesunde Anthropologie. Und die finden wir bei Charlie Brown, wo er von Lucy zu hören bekommt, wieder mal entmutigt. Was, Charlie Brown? Also ein Fall für die Seelsorge. Und Lucy legt gleich nach und sagt, weißt du, was das Problem mit dir ist? Das ganze Problem mit dir ist, dass du du bist. Kann man durchaus als reformatorische Anthropologie bezeichnen. Also sie betreibt keine Viktimisierung, so nach dem Motto, du bist nur ein Opfer deiner Umstände. Wie geht's weiter? Charlie Brown darf auch mal was sagen. Und er antwortet, nun und was in aller Welt kann ich da tun? Was wird Lucy ihm antworten? Ich sage ja gar nicht, dass ich dir einen Rat geben kann. Ich zeige nur das Problem auf. Das ist die Schwierigkeit mancher Seelsorge, die Ratlosigkeit. Wie anders ist der Herr Jesus als Seelsorger? Er durchschaut uns bis in den letzten Winkel und er weiß immer einen Ausweg. Eberhard Dahm sprach heute Vormittag vom Wissensvorsprung Jesu. Und darum wird dieses Prinzip, was mal eine Zeit lang propagiert wurde, what would Jesus do, also was würde Jesus machen, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil wir eben nicht Jesus sind. Wir sind in einer völlig anderen Liga unterwegs. Für uns gilt, was im Prediger 5, Vers 1 steht, Gott ist im Himmel und du Mensch bist auf der Erde. Jesus ist der Oberhirte. In Hebräer 13, Vers 20 wird er als der Erzhirte bezeichnet, gewissermaßen als der große Hirte der Schafe. Er ist der große Hirte, er ist heute Vormittag, sagt Eberhard Dahm, der Lehrer und wir fügen hinzu, er ist der Seelsorger aller Seelsorger. Unendlich überlegen und trotzdem ist es lohnend und ungemein ermutigend, Jesus auch in seinem seelsorgerlichen Wirken zu studieren, wie wir das hier in diesen beiden Tagen versuchen. Kurze Frage an die Technik, ist das mit der Mikrohöhe so okay, ja? Alles klar, sonst meldet ihr euch. Prima. Es ist lohnend, einmal weil wir ja selber die Seelsorge Jesu brauchen und weil Jesus durch sein Wort auch an uns Seelsorge übt. Und es ist unser Gebet, dass manche seelsorgerliche Not, die der eine oder die andere hier mitgebracht haben mag, schon sich löst unter dem Hören des Wortes unseres Herrn Jesus. Wir brauchen seine Seelsorge. Und auch deswegen ist es lohnend, unseren Herrn zu studieren, weil wir trotz der großen Unterschiede auch im Bereich der Seelsorge von ihm lernen können, in dem seelsorgerlichen Dienst, den wir aneinander tun. Und deshalb hier nochmal der Hinweis auf das kurze Paper zum Begriff der Seelsorge, was Sie auch finden in unserer Mappe, wo es nochmal um die Definition geht, nämlich es fällt auf, dass die Heilige Schrift das Wort Seelsorge oder Seelsorger gar nicht kennt. Es gibt in der Bibel auch nicht das spezielle Amt eines Seelsorgers. Die Bibel spricht also von Propheten, Aposteln, Pastoren, Lehrern, Evangelisten, Ältesten, Presbytern und Diakonen, aber sie spricht nicht von Seelsorgern. Sie erwähnt aber die Sache dessen, was wir unter Seelsorge verstehen, vor allem mit Verben, ermahnen, ermutigen, trösten, zurechtweisen. Das sind im Griechischen vor allem die Verben parakaleo und nuteteo. Und es gibt weitere seelsorgerliche Tätigkeiten wie Sünder zurechtbringen, überführen, lehren, einander tragen, füreinander Sorge tragen, füreinander beten und weitere. Und das wird nicht verstanden im abstrakten Sinne einer Seelsorge, sondern es werden normale geistliche Lebensvollzüge beschrieben, mit denen Christen einander auf dem Weg der Nachfolge helfen. Das ist der Seelsorgebegriff der Bibel. Und dazu die passende Definition von Eberhard Platte in einem der Bücher, das Jonas heute schon vorgestellt hat, wie Jesus Menschen begegnet. Da sagt er, Seelsorge ist das Bemühen,
die menschliche Seele in die rechte Verbindung zu Gott zu bringen und von allen anderen Bindungen zu lösen. Sie finden das Zitat auch auf diesem Thesenpapier zum Stichwort Seelsorge. Nochmal, Seelsorge ist das Bemühen, die menschliche Seele in die rechte Verbindung zu Gott zu bringen und von allen anderen Bindungen zu lösen. Und auch dafür ist der Jesus unser vollkommenes Modell. Und deswegen fragen wir bei unseren Studien auch ganz gezielt nach, wie Jesus in seelsorgerlicher Hinsicht vorgeht. Und man kann das vereinfachend in drei Kategorien unterscheiden, die auch für unsere seelsorgerlichen Begegnungen wichtig sind. Sehr grob, aber sie geben einen gewissen Anhaltspunkt. Da ist am Anfang eine sensible Anamnese, also von dem griechischen Wort Anamnesis, das heißt Erinnerung. Es geht also um die Erhebung der Not, möglicherweise auch der Geschichte des Gegenübers und ein genaues Feststellen, was ist die Situation. Also eine sensible Anamnese, wie Jesus das bei der Frau am Brunnen so machte, dass sie sagte dann, er hat mir alles gesagt, was in meinem Leben ist, weil er diese sensible Anamnese vorgenommen hat mit dem Wissensvorsprung des Sohnes Gottes. Oder wie Jesus sich Zeit nimmt im Nachtgespräch mit Nikodemus. Und wir finden bei Jesus dann auch immer als zweites Prinzip eine starke Ansage. Wie Jesus die entscheidende Not aufdeckt, sei es Schuld, sei es eine andere Problematik, die er beim Namen nennt, liebevoll, aber sternenklar. Der Samariterin sagt er, richtig, du hast keinen Mann und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist auch nicht dein Mann. Und dem Nikodemus sagt er, du willst ein Lehrer Israel sein und weißt das nicht. Und ja, dieses Zupacken geschieht nicht immer sofort. Manchmal führt der Herr Jesus erst ein längeres Gespräch, manchmal packt er gleich am Anfang zu. Und dann das Dritte, ein sicherer Anker. Er sagt der Frau in Vers 14, ich bin das Wasser des Lebens. Und in Vers 26 von Johannes 4, ich bin's, der mit dir redet, der Messias. Das ist der sichere Anker. Und der sichere Anker von Nikodemus ist Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Man könnte das auch so zusammenfassen. Sichere, sensible Anamnese bedeutet zuhören. Starke Ansage bedeutet zupacken. Als Eberhard Dahm und ich nochmal über unsere Texte telefonierten, da sagte er, und dadurch bin ich auf das Wort gekommen, und dann kommt der Moment, da packt der Herr Jesus einfach zu. Und das meint diese starke Ansage, zupacken, ja, und sicherer Anker ist dann das Zusprechen seiner Gegenwart, das Zusprechen seiner Vergebung, das Zusprechen seiner Hilfe. Wir wollen diese Dreiergliederung nicht künstlich den Texten überstülpen, aber es sind gewissermaßen Säulen der Seelsorge, die uns auch eine gewisse Orientierung geben können. So, und jetzt kommen wir zu unserem ersten Text, der Hilflose. Ja, und dann steht da, und die noch Hilflosen, und als Untertitel, wie Jesus den Spieß umdreht. Und ich empfehle sehr, diese Gliederung zu beobachten und zu verfolgen und zu vergleichen. Da kann man nämlich sich Notizen machen. Und vor allem, Sie wissen jederzeit, wo wir sind. Das ist ausgesprochen hilfreich, hoffe ich. Da finden Sie auch diese drei Säulen oben nochmal vermerkt. Und auf diese Weise wissen wir immer, wo wir sind. So, der ursprüngliche Titel war Der Hilflose, weil wir ja verschiedene Begriffe gebildet haben. Die Gestrandete, der Suchende. Und ja, dieser Blinde, wie er da sitzt, ist der Hilflose. Aber das gilt ja nur für die Ausgangssituation. Und es ändert sich dann sehr schnell. Und deswegen habe ich dann den Titel noch ergänzt, als das Programm gewissermaßen schon feststand, der Hilflose und die noch Hilfloseren. Werden wir gleich sehen. Und dass sich alles ändert, das liegt allein an Jesus. Und diese Begegnungen, heute Vormittag schon und jetzt und auch morgen früh noch, sind für uns alle eine große Chance, dem Herrn Jesus gewissermaßen über die Schulter zu gucken, ihn besser kennenzulernen. Und das Erste, was wir hier sehen gegenüber diesem Blinden, den wir jetzt genauer uns anschauen, ist der doppelte Befreiungsschlag, den der Herr Jesus diesem Manne schenkt. Wir lesen die Verse 1 bis 3. Und als er vorbeiging, sah er, also Jesus, einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann.
Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Ich wäre dankbar, wenn sich einer erbarmt und mir vielleicht einfach nur meine Seltzerflaschen nach vorne bringt. Das reicht schon, alles gut. Dankeschön. Vielen Dank. Es ist in Amerika so üblich, dass manche Prediger, die viel auf sich halten, dann so eine Seltzerflasche auf dem Pult liegen haben und von Zeit zu Zeit mal einen Schluck aus der Pulle nehmen. Das ist doch für die deutsche Kultur ein bisschen ungewöhnlich. Okay. Das erste also, dieser doppelte Befreiungsschlag. Und da fällt auf, dass Jesus diesen Mann überhaupt wahrnimmt. Und auch das gehört zu dieser sensiblen Anamnese. Ja, wir müssen wissen, unmittelbar vorher in Kapitel 8 gibt es eine heiße Debatte über die Identität Jesu. Sie werfen ihm Blasphemie vor, weil er sich ganz klar als Gott zu erkennen gibt. Und dann endet Kapitel 8 mit Vers 59, wo sie die Steine aufheben, um sie auf ihn zu werfen. Und Jesus entzieht sich dieser Situation. Jesus aber verbarg sie und ging zum Tempel hinaus. Und unmittelbar danach, wir wissen nicht, ob da Zeit dazwischen lag oder ob es wirklich unmittelbar die nächste Szene auch war, als er vorbeiging, es gibt aber einen Sinn, denn es ist denkbar, dass Jesus den Tempelbezirk durch das südliche Hulda-Tor verlässt und dann dort vorbeikommt, wo in der Tat Blinde gesessen haben. Und Jesus geht noch unter dem Eindruck, wenn das unmittelbar aneinander anschließt, auch chronologisch, Jesus geht unter dem Eindruck dieser Szene, wo sie ihn steinigen wollen, raus aus dem Tempelbezirk. Und das Normalste wäre, dass er und seine Jünger jetzt erstmal noch ganz aufgewühlt von der Situation sozusagen ihre Ruhe haben wollen. Und er sieht diesen Blinden da sitzen. Er sieht diesen Mann. Und er sieht ihn nicht nur, sondern er nimmt ihn wahr. Und zur Anamnese gehört auch sofort der medizinische Befund. Er war ein Blindgeborener, geburtsblind. Und in Vers 32 wird das nochmal bestätigt. Kein Namen, anders als bei Bartimäus. Aber wir müssen davon ausgehen, dass er eine schwere Leidensgeschichte hinter sich hat. Wir haben auch einen Ophthalmologen unter uns, der könnte uns das noch viel schöner erklären jetzt. Nach einer rabbinischen Überlieferung gibt es, Zitat, keinen größeren Kummer und keine größeren schweren Leiden als blinde Augen. Interessant. Und dazu passt die rabbinische Legende, dass es während des Auszugs aus Ägypten keine Blinden im Volk Israel gegeben haben soll. Das muss nicht unbedingt stimmen, aber das zeigt, wie man das Blindsein einschätzte. Und das ist ein Kennzeichen des messianischen Zeitalters, dass dann den Blinden die Augen geöffnet werden sollen. Jesaja 29, 18, 35, 5. Und zugleich verwendet das Alte Testament Blindheit bewusst als Metapher, als Bild für geistliche Blindheit. Da ist also diese Doppelbedeutung immer schon im Blick. Und trotz der aufgewühlten Situation eilt Jesus nicht an diesem Mann vorbei. Und dann stellen die Jünger genau die Frage, die man nicht gerade als sensibel bezeichnen kann. Die werden das ziemlich laut ausgesprochen haben. Und seine Jünger, Vers 2, fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Die fragen ja nicht mal, könnte das an einer Sünde liegen, sondern sie fragen nur, wer war's? Also, dass es mit Sünde zu tun haben muss, ist für sie völlig klar. Ja, und das war damals die Lesart im Volk Israel. Wir werden das in Vers 34 dann im Mund der Pharisäer nochmal hören. Die Jünger sind an dieser Stelle Kinder ihrer Zeit. Seltsame Alternative, hat er gesündigt oder seine Eltern? Ja, wie soll der schon vor seiner Geburt gesündigt haben? Nun, auch dafür hatten die Rabbiner eine Erklärung. Es gab diese These, dass Kinder schon im Mutterleib sündigen könnten. Immerhin ist man davon ausgegangen, dass sie im Mutterleib schon Menschen sind. Oder eine andere Theorie war, Gott hätte spätere Sünden vorausgesehen und sie dafür schon präventiv behaftet. Auf alle Fälle hat dieser Mann eine doppelte Not. Einmal wegen seiner Blindheit und seiner äußeren Hilflosigkeit. Das war die eine Not, ganz körperlich, physisch, aber er hatte eben auch die andere Not wegen der religiösen Stigmatisierung. Da muss eine spezielle Sünde dahinter stecken, da muss was sein. Und Jesus zögert keine Sekunde und geht sofort dazwischen mit seiner starken Ansage, nein, definitiv, Vers 3, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern.
Und das muss, stellen Sie sich das vor, in den Ohren des Blinden wie jubelnde Musik geklungen haben. Dass er das zum ersten Mal hört. Damit bestreitet Jesus ja nicht, dass aus dieser Meinung seine Eltern vor Gott Sünder waren. Natürlich waren sie das. Und damit stellt Jesus auch nicht den historischen Zusammenhang von Sünde und Krankheit und Tod in Frage, wie ihn Paulus dann später in Römer 5 weiter entfalten wird. Durch einen kam der Tod in die Welt und durch seine Sünde, nämlich Adam. Das stellt Jesus nicht in Frage. Aber diese spezielle Krankheit, diese quälende Blindheit, die kann nicht auf einen unmittelbaren Zusammenhang mit Sünde zurückgeführt werden. Weder der Betroffene selbst noch die Eltern sind in irgendeiner Weise schuld daran. Definitiv. Klare Ansage. Und damit schlägt Jesus, bevor er sich um die medizinische Seite kümmert, erst schon mal einen geistlichen Pflock ein. Und er geht noch weiter. Er sagt, diese Blindheit ist nicht nur unverschuldet durch Sünde, sondern im Gegenteil. Sie soll sogar dazu beitragen, sie wird dazu beitragen, dass der heilige Gott in besonderer Weise geehrt wird. Diese Sündheit wird zum Gottesdienst führen. An ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Und das wird Gott durch seinen eigenen Sohn, durch Jesus. Allerdings wird er das nicht unbegrenzt tun. Vers 4, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Hören Sie diese Dringlichkeit. Jesus ist nicht unbegrenzt. Hier. In manchen älteren Manuskripten steht auch in Vers 4, wir müssen die Werke dessen wirken. Wahrscheinlich ist das sogar das Ursprüngliche. Jesus bezieht die Jünger ja in seinen Dienst mit ein. Da sind in diesem Wir die Jünger mit eingeschlossen. Aber wir hören diesen Ton der Dringlichkeit, diese besondere Chance des Jetzt. Jetzt steht Jesus diesem Blinden gegenüber. Jetzt kommt er diesem Menschen so nahe, dass er seine Gegenwart mit Händen greifen kann. Was sie von ihm brauchen und was nur er bringen kann, nämlich das Licht des Messias, das die Dunkelheit der Sünde, die Dunkelheit des Todes, die Dunkelheit der Verdammnis und die Dunkelheit der Hoffnungslosigkeit überwindet. Und dann weist Jesus auf eine gefährliche Grenze hin. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Damit ist zunächst natürlich seine Passion gemeint, wie er das in Lukas 22, Vers 53 gesagt hat bei seiner Gefangennahme, Lukas 22, 53, als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Natürlich bleibt Jesus auch nach Kreuzigung und Auferstehung das Licht der Welt. Aber es ist eine Zäsur, es ist ein Einschnitt, was seine Sichtbarkeit betrifft. Und diese sichtbare Nähe, die wird dann umso strahlender wieder zu greifen sein, wenn unser Herr in Herrlichkeit wiederkommen wird. Aber wir hören den Ton der Dringlichkeit, der Begrenztheit, den Akzent des Heute. Das ist jetzt die Chance für diesen Mann, der dort blind auf den Stufen sitzt und vielleicht auch jetzt die Chance für einen von uns. Und diese Dringlichkeit hat der Jesus auch dem Dienst seiner Nachfolger gewissermaßen angeheftet. Epheser 5, Vers 16, kaufe die Zeit aus, es ist teure Zeit. Und die älteren Geschwister kennen wahrscheinlich noch dieses Lied, auf, denn die Nacht wird kommen. Auf mit dem jungen Tag, wirket am frühen Morgen, ehe es zu spät sein mag, wirket im Licht der Sonne, fanget bei Zeiten an, auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Das geht zurück auf diesen Vers. Und dem Blinden wird der Kopf geschwirrt haben, vielleicht keimt leise eine Hoffnung in ihm auf. Und dann merkt er, dass sich vor seinem Platz dort etwas tut, Vers 6, Jesus spie auf die Erde, macht einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Warum macht er das? Warum wählt er jetzt ausgerechnet diese Heilungsmethode? Ein Machtwort hätte genügt, wie in vielen anderen Fällen. Wir erleben das noch zweimal, dass Jesus diese Brei-Methode verwendet, in Markus 7 und in Markus 8. Und in Markus 8 verbindet er das noch mit einer Zwei-Stufen-Heilung, wo der Blinde erstmal ein wenig sieht und am Ende ganz. Das hat auch einen bestimmten Grund. Hören Sie einfach die Predigt zu Markus 8 dazu. Aber warum jetzt dieser Speichel? Nun, die alte Kirche schon
hat darin gesehen, die Anknüpfung an die irdischen Elemente, ja, Speichel aus Erde. Hier steht, als dies gesagt hatte, spie auf die Erde und machte einen Brei. Also der Hinweis auf die ursprüngliche Schöpfung. Gott machte den Menschen aus Erde. 1. Mose 2, Vers 7. Und Albrecht Bengel, der schwäbische Ausleger, hat es so formuliert, aus Leimen, also Erde, ist der erste Mensch geschaffen worden. Aus demselben schafft der Herr Jesus jetzt die Sehkraft. Er zeigt sich als Schöpfer. Und Jesus gibt wie in einem Prospekt einen Ausblick auf jene zukünftige Zeit. Was geschehen wird, wenn er die Schöpfung vollendet. Das ist wie eine prophetische Zeichenhandlung. Er bringt das Heil, er bringt die Rettung und er wird alles heil und gut machen. Wie schon Malachi angekündigt hat, Malachi 3, Vers 20, euch aber, die ihr seinen Namen anrufen, wird die Sonne aufgehen, wird das Licht aufgehen. Und im Mikrokosmos, in dieser kleinen Welt dieser Biografie, soll diese Macht jetzt aufleuchten. Und Jesus behandelt den Blinden nicht wie ein Demonstrationsobjekt, sondern bezieht ihn mit ein in diesen Vorgang durch einen ersten Gehorsamsschritt, Vers 7, und sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Siloa. Das heißt übersetzt der Gesandte, da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Der Teich Siloa war nah genug am Tempel, dass der Mann dorthin kommen konnte. Er wird es gelernt haben, sich irgendwie zurechtzufinden. Vielleicht gab es auch fremde Hilfe, dass jemand ihn unter den Arm so untergehakt hat. Er kannte sicherlich einiges vom Alten Testament und hat sich wahrscheinlich an Naaman erinnert, den heidnischen General, 2. Könige 5, dem auch gesagt wurde vom Propheten, geh hin und wasche dich. Und genau das ist das Wort, was er jetzt zu hören bekommt. Wie Naaman, geh hin und wasche dich. Er tut, was Jesus ihm sagt und er wird gesund. Und schauen Sie sich bitte diesen Vers 7 an. Nüchterner und trockener kann man das nicht sagen. Geh hin, wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Da sollen die Bibelkritiker was erzählen von mythologischem Kranz, Ausschmückung und so weiter. Nüchterner, trockener als hier geht's nicht. Was hätte man da alles ausschmücken können? Nach Jahrzehnten stockfinsterer Blindheit. Er wäscht sich und er sieht das Licht. Er sieht die Farben der Blumen. Er sieht erstmals, das war ja ein Geburtsblinder, in Gesichter der Menschen. Was hätte man da alles sagen können? Und ich möchte das hier zur Ermutigung für alle Geburtsblinden sagen. Wir haben in unserer Gemeinde auch einen geburtsblinden Bruder, der morgen Nachmittag das Klavier im Gottesdienst spielen wird. Er macht das großartig. Alle Geburtsblinden, ihr werdet das auch einmal erleben. Ihr werdet das auch einmal erleben, wenn ihr bei Jesus seid. Was diesem Mann jetzt geschenkt wird, nach jahrzehntelanger Finsternis und nach dem doppelten Abgestempeltsein, das ist ein doppelter Befreiungsschlag. Ich habe das hier genannt, freie Sicht und frei von Sünde. Also freie Sicht meint, die Blindheit ist weg und frei von Sünde meint, dass er befreit ist von diesem Stigma, seine Krankheit sei ein Fluch, gewissermaßen eine öffentliche Markierung als Sünder. Das ist weg. Natürlich ist er im normalen Sinn noch ein Sünder, aber dieses Stigma ist weg. Und jetzt war das los und jetzt kann er sich als gleichberechtigtes Glied der Gesellschaft in das normale Leben hineinstürzen. Aber er kommt zurück. Und kam sehend wieder. Und wer ist nicht da? Jesus. Und das sehen wir mit einiger Sorge. Dass nämlich nach diesem Vers 7 Jesus für lange Zeit in diesem Bericht nicht mehr vorkommt. Und wir fragen uns, überlässt er diesen Mann einfach sich selbst? Hat er überhaupt schon einen sicheren Anker, an dem er sich festhalten könnte? Droht nicht jetzt genau die Gefahr, die wir von den neuen Aussätzigen kennen, die in Lukas 17 dann einfach weggeblieben sind? Und die Manfred Siebald in seinem Lied beschrieben hat, denkst du noch manchmal daran, wie es war, du gabst keinen Pfifferling mehr für dein Leben. Hier war die Kurve und da war der Baum und dort war die Schlucht, nur drei Handbreit daneben. Hast du gestöhnt oder hast du geschrien? Du hattest kaum Zeit, mit dem Schicksal zu hadern. Dann stand der Wagen ganz still und dir fuhr das Glück dick und warm durch den Kopf und die Adern. Nochmal davongekommen, doch nirgends angekommen. So vieles vorgenommen. Nichts draus gemacht. Den Lastern abgeschworen, kaum eins davon verloren. Gefühlt wie neugeboren, was hat's gebracht? Nochmal davongekommen, wie vielen ist das so gegangen?
Und es hat sich nichts geändert. Und das ist eben unsere Sorge, dass es mit diesem Mann genauso sein könnte. Wir bangen um diesen Ex-Blinden und wir müssen uns erstmal gedulden, wie der zunächst von Jesus offensichtlich auf eine Gesprächstournee geschickt wird. Er wird mit den Nachbarn sprechen, mit den Behörden sprechen und mit den Eltern sprechen. Und das sehen wir jetzt in den nächsten Abschnitten, die etwas kürzer betrachtet werden. Verwirrung in der Nachbarschaft, Meinungsstreit der Pharisäer und Feigheit der Eltern. Man müsste denken, dass die sich alle riesig mit ihm freuen und sagen, wow, jetzt bist du gesund. Und ein Fest feiern. Aber genau das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Man gewinnt den Eindruck, die fühlen sich durch seine Situation nur bedroht oder verunsichert. Und denen wäre es am liebsten, wenn der weiterhin treu und brav an seinem Bettelplatz sitzen würde und wenn alles so bliebe, wie es sich eingerichtet hatte. Dann wäre alles in Ordnung gewesen für sie. Aber Jesus hat ihnen diese Möglichkeit nicht gelassen. Jesus ist der Spezialist für neues Leben und das heißt immer Unruhe. Jesus bringt in der Regel, wenn er in das Leben eines Menschen hineinkommt, immer Unruhe, herrliche Unruhe. Und jetzt sehen wir, wie das greift. Verwirrung in der Nachbarschaft, das sind die Verse 8 bis 13. Die Nachbarn nun, und die ihn zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Etliche sagten, er ist, andere aber, er sieht ihm ähnlich. Er selbst sagte, ich bin's. Da sprachen sie zu ihm, wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete und sprach, ein Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und bestrich meine Augen und sprach zu mir, geh hin zum Teich Siloam und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie, wo ist der? Er antwortete, ich weiß es nicht. Da führten sie ihn, der einst blind gewesen war, zu den Pharisäern. Wieder knappe sachliche Schilderung. Ein Mensch, der Jesus heißt. Ein Mensch. Verwirrend, wie die Nachbarn mit der Situation umgehen. Sie schleppen ihn gleich zur Behörde, als wäre man in Deutschland. Warum? Das wird nicht gesagt. Einige Ausleger meinen so begütigt, naja, eine ungewöhnliche, verwirrende Situation. Wie soll man das beurteilen? Fragt man lieber mal die religiösen Ratgeber. Aber meine Gegenfrage lautet, warum können die sich nicht einfach mitfreuen? Stattdessen schleppen sie den Mann zu den religiösen Ortsvorstehern, wenn man so will, zu einer staatlichen Institution. Und viele gutmeinende Ausleger sagen, war nicht böse gemeint. Aber sie mussten doch wissen, dass es schon wegen des Sabbats brisant war. Jesus hat an einem Sabbat geheilt, wie wir in Vers 14 dann lesen. Und sie mussten wissen, dass Jesus in Pharisäerkreisen bei vielen schon hoch umstritten war. Und das Ergebnis spricht ja für sich. Im Vers 34 wird er aus der Synagoge rausgeworfen werden. Und so gerät der Geheilte jetzt, nachdem sie ihn zu den Pharisäern schleppen, mitten hinein in den Meinungsstreit der Pharisäer. Das sind die Verse 14 bis 17. Es war aber Sabbat. Als Jesus den Teig machte und ihm die Augen öffnete, und nun fragten noch die Pharisäer wieder, wie er sehend geworden war. Und dann kommt wieder die Geschichte mit dem Brei. Er sprach zu ihnen, ein Brei hat er auf meine Augen gelegt, ich wusch mir, bin nun sehend. Da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand eine Spaltung unter ihnen. Und deswegen habe ich hinzugefügt, Spaltung unter den Spezialisten. Spaltung unter den Spezialisten. Immerhin gibt es dort zunächst noch Diskussionsbereitschaft. Entzündet sich an der Sabbatfrage, das war eine Säule des rabbinischen Systems und damit auch eine Säule der Machtstabilisierung, die sie verwalteten. Ist Teilen erlaubt? Die Meinungen sind gespalten. Einige verteidigen Jesus unter Hinweis auf seine Wunder. Vers 16b, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Das war ja auch der Punkt, wo Nikodemus aufgemerkt hatte, haben wir heute Morgen gesehen. Wer bist du, der du solche Zeichen tust? Er gehörte zur Gruppe der Jesus-Befürworter. Und immerhin stellen autorisierte Rabbiner hier fest, durch Jesus geschehen die Wunder, die man dem Messias zuordnen muss. Und damit haben seine Gegner ein argumentatives Problem. Sie können einerseits die Fakten nicht leugnen und müssten zugleich Jesus diskreditieren. Sie müssen ihn ja der Dämonie bezichtigen. Es gibt ein interessantes Zitat von einem Zeitgenossen des Paulus, von einem Rabbi Yochanan Zakkai, der sagt über Jesus, am Anfang war er ein Prophet und am Schluss ein Zauberer. Und das war ihre Kampflinie. Ein Zauberer, dämonisch, im Pakt mit dem Teufel.
Aber immerhin, hier in dieser Situation kommen noch beide Seiten zu Wort. Beide Fraktionen innerhalb der Pharisäer, die Diskursräume sind noch nicht geschlossen. Und das wird auch in Kapitel 10 noch so sein, Vers 19 und 20, wo es heißt, da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden, also gemeint den führenden Juden, um dieser Worte willen. Und wie gesagt, die einen fahren diese Dämonisierungsschiene und sagen, er hat einen Dämon. Und die anderen verteidigen Jesus. Meinungsstreit unter den Spezialisten. Wohl einer Gesellschaft, bei der es noch ein Gegenüber von Spezialisten gibt, die im öffentlichen Diskurs aufeinandertreffen. Hatten wir das mal? Und wo nicht nur jene als Spezialisten gelten dürfen, die die Meinung der Herrschaft vertreten. Und nur jene als Spezialisten gelten dürfen, deren Dogmen deshalb als die Wissenschaft geglaubt werden müssen, der es zu folgen gilt. Follow the science. Das ist ein absurdes, ein geistloses Motto, weil es dem Begriff von Wissenschaft nicht im Entferntesten gerecht wird, sondern damit Wissenschaft zu einem Glaubenssystem erklärt. Follow the science, Spaltung der Spezialisten. Also bei unserer Öffentlichkeit würde man sich nach einer solchen Spaltung der Meinungsfronten sehnen. Unsere gesellschaftlichen Machtverhältnisse lassen das oft gar nicht zu. Ein aktuelles Beispiel, weil es uns als Christen sehr nahe betrifft, und typisch für Deutschland im Jahr 2023 ist es erst wenige Tage alt, nämlich der Ausschluss der christlichen Lebensrechtsgruppen vom sogenannten Deutschen Evangelischen Kirchentag. Sie haben das vielleicht letzte Woche gehört, dass der Evangelische Kirchentag quasi ohne Begründung die Aktionslebensrecht für alle, Kaleb und Hilfe zum Leben vom Deutschen Evangelischen Kirchentag ausgeschlossen hat. Stattdessen wird man die LGBTQ-Foren wohl weiter ausbauen. Und die Vorsitzende von Alpha, Frau Kaminski, hat nochmal darauf hingewiesen, trotz mehrfachen Bittens sei kein Präsidiumsmitglied des Kirchentages bereit gewesen, eine Begründung für den Ausschluss anzugeben oder der Bitte, um ein klärendes Gespräch nachzukommen. Wissen Sie, das ist nicht neu, dass die Nomenklatur, also die mächtigen Funktionäre des Evangelischen Kirchentages, so denken und die Abtreibungsgegner im Letzten verabscheuen. Wissen Sie, was Neues? Eine neue Qualität hat diese Machtdemonstration, dass man den Lebensschützer, das Recht und die Legitimität bestreitet, ihre Position auf diesem Forum überhaupt darzustellen. Der Kirchentag versteht sich als Zeitansage, als Vorreiter der gesellschaftlichen Situation. Und vor vielen Jahrzehnten, da mussten sich die Befürworter der Abtreibung auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag rechtfertigen. Da waren sie in der Defensive. Dann wurden sie immer etablierter, eroberten die Mehrheit und haben jetzt ihre menschenfeindliche Position als Monopolmeinung etabliert. Und wissen Sie, was die Botschaft dieses Ausschlusses der Lebensrechtsgruppen ist? Und zwar ohne Begründung, das haben wir nicht mal nötig. Die Botschaft ist folgende, und die müssen wir sehr deutlich hören. Wir können das und wir wollen das erzwingen. Wir wollen erzwingen, dass eure Stimme im Diskurs nicht mehr vorkommt. Wir wollen erzwingen, dass die Schweigespirale einsetzt und dass die Hürde, Abtreibung als Mord zu bezeichnen, immer höher wird. Das ist totalitäres Denken. Man nennt sich täuschenderweise Diskussionsforum, aber zementiert in Wahrheit eine zivilreligiöse Herrschaftsmeinung. Und interessanterweise hat auch die GEW, also die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, jetzt den Ausschluss der Alpha, also Lebensrecht für alle, von der Messe Didacta gefordert. In Kassel, also einer Lehrermesse, wo sie seit Jahrzehnten dabei waren. Und natürlich ist das für die GEW umso leichter, einen solchen Ausschluss zu fordern, wenn sie sagen können, ja, das kirchliche Gremium hat sie ja auch rausgeschmissen. Und die Frage ist, wie reagieren die Christen? Schreien wir, wie wir schreien müssten? Oder wiegeln wir ab? Weil wir ja noch hier in Ruhe in der Hackettalstraße unsere Bibeltage machen können. Unser Herr hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und dazu gehört Mut. Und das ist das Überraschende an diesem Bericht, an dieser Lebensgeschichte des Blinden, dass er mit jeder Stunde seines neuen Lebens an Mut dazu gewinnt. Mut zum Bekenntnis. Und ich denke, das gehört unausgesprochen zum seelsorgerlichen Plan von Jesus, dass er diesen Mann nicht gleich in einem Safe Space gewissermaßen
einsperrt in einem behüteten Raum, sondern Jesus weiß ja, wie der ist. Er setzt ihn gleich dem Wind aus. Und unter dem Druck wächst sein Verständnis, nicht zuletzt dafür, wer Jesus ist. Schauen Sie mal Vers 17. Vor den Pharisäern sagt er dann schon, er ist ein Prophet. Er besprach, er ist ein Prophet. Vorher hatte er gesagt in Vers 11, er ist ein Mensch. Jetzt sagt er schon, er ist ein Prophet. Und natürlich, der Vorgang dieser Heilung ist so exzeptionell, so außergewöhnlich, dass sie jetzt eine Zeugenbefragung anberaumen, um seinen früheren Status als Blinder überprüfen zu lassen. Und wer könnte das besser beurteilen als seine Eltern? Vers 18 bis 23, die Feigheit der Eltern. Hören Sie. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, was ein weiterer Beweis für die Dramatik dieses Wunders ist, bis sie die Eltern des Sehendgewordenen gerufen hatten. Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren ist? Wieso ist er denn jetzt sehend? Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wieso er jetzt aber sieht, das wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Also, eins beantworten wir, ja, das ist unser Sohn. Zwei geben wir zu, er war blind. Drei wissen wir nicht, wer hat ihm die Augen geöffnet. Und vier wissen wir auch nicht, wie das passiert ist. Er ist alt genug, fragt ihn selber, er soll für sich selbst reden. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Die Eltern wissen, dass die Juden, also die führenden Juden, den Diskurs beherrschen und die öffentliche Meinung vorgeben. Und sie sind zu feige, um den Konflikt mit ihnen zu riskieren. Sie wollen offensichtlich in der gesellschaftlichen Ortsgemeinschaft unbehelligt bleiben. Und Johannes gibt uns in diesem Fall eine explizite Deutung, was die Motive der Eltern angeht. Er hat das irgendwie rausgekriegt, Vers 22. Das sagten seine Eltern deshalb, weil sie die Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereingekommen, also die jüdische Führung, dass, wenn einer ihn als den Christus anerkennen würde, dieser aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Und so ist das ja mit dem Sohn dann auch geschehen. Und so laden sie die gesamte Verantwortung dieser Situation auf ihren Sohn ab. Wie feige. Und Johannes zeigt das deutlich. Die wollen sich die Finger nicht schmutzig machen. Die wollen einfach nicht riskieren, zu Außenseitern zu werden. Nicht mal aus Liebe zu ihrem eigenen Sohn. Also Loyalität scheint in dieser Familie keinen Wert darzustellen, obwohl Loyalität doch eine entscheidende Voraussetzung in einer Familie für die Geborgenheit wäre. Und für blindes Vertrauen wäre, dass wir wissen, wir halten zusammen, egal was geschieht. Das bedeutet Loyalität in einer Familie. Und das ist ein trauriger Moment für den Geheilten, denn der steht wirklich bitterlich einsam da. Die Eltern lassen ihn im Regen stehen, die Nachbarn haben ihn zur Behörde gezerrt, die Pharisäer haben sich über ihn gestritten. Wie oft haben das junge, aber auch alte Menschen nach ihrer Bekehrung erlebt, dass sie plötzlich einem Sperrfeuer von Streit ausgesetzt gewesen sind. Und der ist ja noch nicht mal bekehrt. Und trotzdem knickt er nicht ein. Und das ist so schön zu lesen. Das ist sozusagen die Handarbeit Gottes. Der gewinnt in diesen Stunden und Tagen eine Statur, dieser Mann, die man nur als vorauslaufende Gnade Gottes bezeichnen kann. Anders, finde ich, kann man das nicht bezeichnen. Und wir merken, Gottes Seelsorge ist schon an diesen Menschen wirksam. Und ihr Lieben, das dürfen wir auch für manchen unserer Gesprächspartner erhoffen und erbitten, der offen geworden ist für Jesus und der den Schritt über die Linie noch nicht getan hat. Wir dürfen für ihn hoffen und beten auf die vorlaufende Gnade Gottes. Immerhin hat die Anhörung der Eltern bewiesen, dass dieser Mann wirklich geburtsblind war. Also das Heilungswunder kann nicht bestritten werden, aber das macht die Lage für die Mehrheitsfraktion unter den Pharisäern natürlich prekär. Denn deren Hauptinteresse gilt ja nicht dem Geheilten, der ist ihnen ja egal, sondern es geht ihnen ja nur um Jesus. Und deshalb muss alles gecancelt werden, muss alles ausgemerzt werden, was Jesu Position in der Öffentlichkeit stärken könnte. Darum geht es, es geht nur um Jesus. Es muss die Autorität von Jesus gebrochen werden. Und deswegen zwingen sie den Geheilten in ein zweites öffentliches Verhör. Das sind die Verse 24 bis 34, Klärung der Fronten. Und im Nachhinein werden sie das noch bedauert haben, dass sie das gemacht haben. Klärung der Fronten, es kommt zu einem offenen Schlagabtausch. Ab Vers 24, ich lese das einfach mal. Da riefen sie zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete jener und sprach, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Sie sprachen aber wiederum zu ihm, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er dir die Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, ich habe es euch doch schon gesagt. Und ihr habt nicht darauf gehört. Warum wollt ihr es noch einmal wissen? Wollt ihr auch seine Jünger werden?
Sie beschimpften ihn nun und sprachen, du bist ein Jünger, wir sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, wo er ist. Da antwortete der Mensch und sprach zu ihm, das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, wo er ist und hat auch meine Augen geöffnet. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Ein Mensch, ein Prophet von Gott. Und was machen die? Sie antworten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren. Und sie stießen ihn hinaus. Das ist doch hochspannend. Also, er reagiert rhetorisch ausgesprochen geschickt. Er sagt zu denen in Vers 25, ich streite hier nicht über Deutung, ich halte mich nur an die Fakten. Und sie fragen dann ja nochmal nach dem Verfahren, wahrscheinlich, weil sie so einen Anhaltspunkt finden können, an dem sie Jesus noch irgendwie aufhängen können. Es muss sich doch was finden lassen an diesem Verfahren, irgendein Hokuspokus. Und schauen Sie genau hin, Vers 27, der Geheilte deckt das ganz cool auf. Was sie machen, das ist ja manchmal in Diskussionen hilfreich, unserem Gegenüber einfach mal zu zeigen, was er gerade tut. Er antwortet ihnen, ich habe es euch doch schon gesagt und ihr habt nicht drauf gehört. Warum wollt ihr es denn noch einmal hören? Also nach dem Motto kaputte Schallplatte, ja? Er deckt das einfach auf und er lässt sich nicht einschüchtern, sondern er gönnt sich sogar diese ironische Gegenfrage. Wollt ihr auch sein Jünger werden? Und das ist souverän. Man fragt sich, wo er diese Coolness her hat, dieses Reaktionsvermögen, vorlaufende Gnade. Und die Pharisäer, offensichtlich überrascht von der Situation, schauen Sie hin, die lassen sich provozieren, Vers 28. Sie beschimpften ihn nun. Also wenn einem gar nichts mehr einfällt, dann beschimpft man sein Gegenüber, ja. Und gehen also von der Befragung zur Beschimpfung über, weil ihnen die Argumente ausgegangen sind. Wobei die Beschimpfung eigentlich ein Ritterschlag ist. Sie sagen, du bist sein Jünger. Wenn die Leute uns so beschimpfen, dann können wir glücklich sein. Und dann diese Frage, woher kommt Jesus, woher leitet er seine Autorität ab? Und der Angegriffene, das merkt man richtig, Vers 30, wird jetzt immer sicherer. Er konfrontiert sie richtig und er wiederholt das nochmal, was die Faktenlage angeht, Vers 30. Das ist doch verwunderlich, ihr wisst nicht, woher er ist, aber er hat meine Augen geöffnet. Das sind die Tatsachen. Und dann sagt er noch etwas Interessantes in Vers 31. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Möglicherweise hatte er doch einige Unterweisung erhalten. Denn seine Eltern wollten ja nicht aus der Synagoge rausgeschmissen werden. Da war wahrscheinlich eine gewisse Beziehung irgendwie da, dass die Eltern der Synagoge nahestanden. Und dann bringt er ein theologisches Argument in Vers 31, wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut. Wobei die ihm auch hätten erwidern können, ja, aber denke an die Magier des Pharao in Ägypten, die haben mit ihren spektakulären Aktionen auch eine Zeit lang reüssiert. Also allein die Tatsache, dass was Besonderes geschieht, ist noch nicht ein letztgültiges Argument oder ein letztgültiger Beweis. Das diskutieren wir oft auch in Auseinandersetzung mit der charismatischen Bewegung. Aber er fügt einfach noch einen Fakt hinzu in Vers 32. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Sie werden, soweit ich orientiert bin, im ganzen Alten Testament keinen Blindgeborenen finden, der geheilt wurde. Und von daher drängt sich die Folgerung auf, der muss von Gott sein, Vers 33. Und weil nichts sein kann, was nicht sein darf, setzen sie sich nicht mit dem Argument auseinander, sondern sie greifen den Mann auf einer persönlichen Ebene an. Das kennen wir ja, sie beschimpfen ihn einfach. Und sie schmeißen ihn raus. Und sie kommen nochmal auf dieses Vorurteil zurück, was die Jünger genauso im Kopf gehabt hatten am Anfang, du bist in Sünden empfangen. Und damit meinen sie nicht, dass er einfach als Sünder geboren ist, sondern sie meinen, dass seine Blindheit in besonderer Weise ein Indikator dafür ist, dass an seinem Leben und am Leben seiner Familie eine besondere Sünde haftet. Und sie stießen ihn hinaus. Und trotzdem können sie dem mutigen Zeugen nicht wirklich schaden. Albrecht Bengel sagt zu Vers 38, zu diesem Vers, das taten sie freilich in ihrem bitteren Hass gegen die Wahrheit. Ihm aber geschah es doch zu seinem Besten. Also zu Vers 34 sagt Bengel das. Das taten sie freilich in ihrem bitteren Hass gegen die Wahrheit. Ihm aber geschah es doch zu seinem Besten. Und jetzt kommt der letzte Abschnitt, die doppelte Umkehrung. Die doppelte Umkehrung, Blinde werden sehend und Sehende werden blind. Und wie das geschieht, sehen wir nach der Pause. Wir setzen fort mit dem letzten Abschnitt von Kapitel 9. Und Sie sehen auf Ihrem
Gliederungszettel, dass der doppelte Befreiungsschlag vom Anfang jetzt mündet in eine doppelte Umkehrung. Jetzt ist Jesus wieder auf dem Plan. Und wir sehen erleichtert, dass der Herr seinen Schützling niemals aus den Augen verloren hat. Ab Vers 35. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten, und als er ihn fand, sprach er zu ihm: Glaubst du an den Sohn des Menschen? Er beantwortete und sprach: Wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden, und die, welche sehen, blind werden. Und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm: Sind denn auch wir blind? Jesus aber sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun ihr aber sagt, wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde. Das ist der dramatische Schluss. Blinde werden sehend und Sehende werden blind. Jesus steht hier, fand ihn. Das heißt, er hat ihn gesucht. Er hat ihn nicht aus dem Blick gelassen. Er wusste genau, wie lange dieser Mann klarkommen würde. Und jetzt ist er wieder sichtbar zur Stelle. Das ist auch die liebevolle Fürsorge unseres Herrn. Und man wird erinnert an Psalm 27, Vers 10: Mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Jesus bestimmt das Timing. Und er führt diesen Mann jetzt zum lebendigen Glauben an Jesus selbst. Und der findet damit seinen sicheren Anker. Und Jesus spricht ihm seine Nähe zu. Und das geht damit los, indem Jesus die Schlüsselfrage stellt. Die Schlüsselfrage für das Leben eines jeden Menschen, nämlich: Glaubst du an den Sohn des Menschen? In einigen Übersetzungen steht er an den Sohn Gottes. Das gibt es auch in einigen der Manuskripte, aber die ältesten Manuskripte, und das sind die, die wahrscheinlich am nächsten dran sind, an der Ururschrift gewissermaßen, haben dort Menschensohn. Und wahrscheinlich ist es so, dass, weil Johannes oft den Begriff Gottessohn verwendet für Jesus, dass dann bei irgendeinem Abschreibvorgang dann auch jemand quasi versehentlich Gottessohn statt Menschensohn an dieser Stelle geschrieben hat. Also, aber das ist nicht so theologisch problematisch, weil, das hat Eberhard Dahm ja auch schon gesagt, Menschensohn ist ein Ehrentitel, bedeutet nicht einfach Sohn des Menschen, sondern weist hin, Daniel 7, Vers 13, auf den endzeitlichen göttlichen Richter. Indem Jesus sagt: Ich bin der Menschensohn, markiert er auch seine richterliche Vollmacht, die nur Gott selbst haben kann. Und Jesus fragt diesen Mann nun nicht: Wie kommst du mit deinem neuen Leben zurecht, oder wie hast du die letzten Tage erlebt und überstanden, sondern er fragt dich: Glaubst du an den Menschensohn? Das ist die entscheidende Frage. Und wahrscheinlich hat dieser Mann verstanden, was dieser Titel bedeutet. Wir sprachen ja schon über die Nähe zur Synagoge und über den Zusammenhang mit Daniel 7, Vers 13. Und dann weiter: Er antwortete und sprach: Wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Ähnliche Situation wie mit der Frau am Brunnen. Jesus aber sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen. Das ist wieder dieser Gänsehautmoment, wie Eberhard Dahm sagte: Der mit dir redet, der ist es. Was für ein Moment. Und das ist die Schicksalsfrage der Geschichte. Das ist die Schicksalsfrage deines und meines Lebens, dass du die richtige Antwort auf die Frage findest: Wer ist es? Wer ist der Menschensohn? Wer ist der, dem ich mein Leben wirklich anvertrauen kann? Und wer ist der, dem ich Gehorsam und Hingabe und Unterwerfung schulde und auf den ich mich 100% verlassen kann? Und Jesus gibt sich dann ganz offen zu erkennen, und der betet ihn an, der wirft sich vor ihm nieder, er bindet sein Leben an Jesus. Der sicherste Anker, den Jesus bieten kann, ist er selbst. Jesus selbst ist in Person der sichere Anker, und er spricht sich diesem Mann zu. Und wissen Sie, das ist eine starke Ermutigung, dass der Widerstand, dem der junge Mann ausgesetzt war, dieser Blinde, oder wie jung er war, wissen wir gar nicht, dieser Widerstand, den Jesus zugelassen hat, dieser Druck, den Jesus zugelassen hat und den der wegen seiner Connection mit Jesus erfahren hat, dass dieser Widerstand dem Entstehen und Erstarken seines Glaubens nicht geschadet, sondern ganz offenkundig genutzt hat. Geläutert im Feuer.
Offensichtlich findet diese Bewegung und Begegnung nicht hinter verschlossenen Türen statt, sondern in einem wie auch immer gearteten öffentlichen Raum. Denn bei dem, was Jesus sagt, gibt es, schauen Sie hin, Vers 40, einige Mithörer. Dies hörten etliche der Pharisäer. Die Pharisäer sind hier in meinem Blick, nicht die Sadduzäer, nicht hohe Priester und Ältesten, weil die Pharisäer am nächsten am Volk dran waren. Sie hatten eine viel größere Autorität bei den Menschen. Sie waren über die örtlichen Synagogen mit der normalen Bevölkerung ganz anders in Kontakt. Und sie hatten deshalb auf das Volk auch den größten Einfluss. Sie hatten nicht in jeder Hinsicht die größte Macht. Das Geld lag eher bei den Sadduzäern, die Verbindung mit den Adelsgeschlechtern eher bei den Sadduzäern, aber die Pharisäer waren dran an den Menschen. Und sie waren eigentlich die Theologen. Und deswegen, hier geht es immer um die Pharisäer. Und jetzt sagt Jesus etwas über diese Gegenüber. Einerseits über diesen Blinden, der sehend geworden war, und über die Pharisäer, die sich für sehr sehend hielten. Und dann kommt dieser Vers 39, den wir jetzt ganz in Ruhe erklären müssen. Sagt Jesus, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen. Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen. Das heißt nicht einfach, ich bin gekommen, um die Menschen zu verurteilen, sondern am Verhältnis zu Jesus entscheidet sich Freispruch oder Verurteilung. Zum Gericht, da steht Krima und die Menschen werden hineingestellt in das, was das Neue Testament Krisis nennt. Krisis, Entscheidung. In Johannes 3, Vers 17 steht, dass Jesus nicht gekommen ist, um die Welt zu richten. Und da haben einige gesagt, ist das nicht ein Widerspruch? Hier sagt er, ich bin nicht zum Gericht in die Welt gekommen. Und in Johannes 3, 17 sagt er, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten. Hier sagt er, ich bin zum Gericht gekommen. Nein, es ist kein Widerspruch, weil es um zwei verschiedene Dinge geht. Johannes 3, Vers 17 spricht vom Ziel des Kommens Jesu. Und das Ziel des Kommens Jesu war nicht das Gericht, sondern die Rettung. Jesus, wenn Jesus nicht gekommen wäre, wären wir sowieso alle gerichtet gewesen. Das Ziel des Kommens Jesu war die Rettung. Also 3,17 spricht vom Ziel des Kommens Jesu. Er ist nicht gekommen zum Gericht, um zu richten, sondern um zu retten. Unser Vers 39 spricht vom Ergebnis des Kommens Jesu. Und das Ergebnis des Kommens Jesu bedeutet Gericht für jene, die seine Rettung ablehnen. Das ist also mitnichten ein Widerspruch, sondern es sind jeweils unterschiedliche Aspekte im Blick. 3,17 sagt, das Ziel des Kommens Jesu ist nicht das Gericht. 9,39 sagt, das Ergebnis des Kommens Jesu ist aber das Gericht für jene, die seine Rettung ablehnen. So, und jetzt schauen Sie hin. Gebraucht Jesus die Heilung dieses Mannes? Man nennt das als ein real ausgeführtes Gleichnis. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden. So war das ja bei den Blindgeborenen gewesen. Die haben nicht gesehen, er hat nicht gesehen, er ist sehend geworden. Und nicht sehen ist zugleich auch ein Bild für den Unglauben. Das Blindsein für Gott. Blind und ahnungslos wie ein Maulwurf, wie Eberhard Dahm heute Vormittag gesagt hat. Nicht sehend ist ein Bild für den Unglauben. So. Und deren Augen sollen aufgehen für Jesus, dass die, die nicht sehen, die im Unglauben festhängen, blind sind für Gott. Ihre Augen sollen aufgehen für Jesus. Und wodurch wird deren geistliche Blindheit überwunden? Dadurch, dass sie ihre Not erkennen und um Hilfe schreien. Und dann werden die, welche nicht sehen, aber diese Blindheit erkennen und um Jesu Hilfe schreien, sehend werden. Dass die, welche nicht sehen, sehend werden. Und dann das Kontrastprogramm. Damit die, welche sehen, blind werden. Das heißt, die, welche sich für sehend halten, die, welche sich für fromm und gerettet halten, die werden blind werden. Und der Zusammenhang macht deutlich, das sind die, die sich einbilden, sehend zu sein. Und weil sie sich einbilden, sehend zu sein, schreien sie nicht nach Hilfe. Und darum werden diese Leute weiterhin blind sein und sie werden noch blinder werden, weil sie Gottes Hilfe wegschlagen. So ist dieser Vers gemeint. Verstehen Sie? Diejenigen, die nicht sehen und dieses geistlich Blinde als Not erkennen, ihre Gottesferne erkennen und nach Jesus schreien, denen werden die Augen geöffnet, denen wird die Sünde vergeben, die werden sehend. Und dagegen diejenigen, die sehen, die sich für sehend halten, die Pharisäer und alle, die meinten, sie seien fromm ohne Jesus, denen werden immer blinder
noch werden. Die bleiben blind und werden immer blinder, weil sie nicht nach Hilfe schreien. Und da vollzieht sich genau das Gericht, das Jesaja 6, Vers 10 angekündigt hat. Wo Gott dem Jesaja gesagt hatte, Jesaja 6, Vers 10, mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer, und jetzt kommt's, und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört. Sie meinen, sie brauchen Gott nicht. Sie meinen, sie würden sehend. Sie sind schon blind. Und sie werden durch das Gericht Gottes noch blinder. Sie werden verstockt und festgemacht in ihrer Blindheit und bleiben in ihrer Finsternis gefangen, weil sie die einzige Hilfe, die es gibt, die Rettung durch Jesus, nicht zu brauchen meinen. Also wir haben zwei Gruppen. Die einen werden sehend und die anderen werden blind und noch blinder. Und ob du zu der einen oder der anderen Gruppe gehörst, ob du ein Blinder bist, der seine Blindheit als Not erkennt und um Hilfe schreit, oder ob du dich für einen Sehenden hältst, der meint, dass er mit seiner Moralität und Frömmigkeit vor Gott schon in Ordnung kommt. Und dann würdest du immer noch weiter blinder werden und wirst dich immer mehr verrennen. Ob du zu der einen oder der anderen Gruppe gehörst, das entscheidet sich allein an deiner Stellung zu Jesus. Er ist der einzige sichere Anker und er entscheidet zwischen blind und sehend. Und interessant, Vers 40, einige umstehende Pharisäer hören das irgendwie mit und fühlen sich leicht ertappt und fragen, hältst du uns für blind? Und Jesus antwortet genau in diesem Sinne, er sagt, wenn ihr blind wäret, das heißt, wenn ihr das zugeben würdet, dass ihr Sünde habt und dann nach Rettung suchen würdet, dann hättet ihr keine Sünde, weil sie euch nämlich vergeben würde. Wenn ihr blind wäret, wenn ihr sagen würdet, ich bin ein verlorener Sünder und brauche Hilfe, dann hättet ihr keine Sünde mehr, dann würde sie euch vergeben. Aber weil ihr euch für sehend haltet und euch einbildet, keine Vergebung zu brauchen, darum wird eure Sünde bleiben. Und das ist wieder die gleiche Gegenüberstellung. Ihr hättet keine Sünde, wenn ihr zugebt, dass ihr blind seid und Rettung braucht. Aber weil ihr behauptet, das nicht nötig zu haben, darum wird eure Sünde bleiben. Die hoffnungslosesten Sünder sind die, die bestreiten, dass sie Sünder sind. Und auf diese Alternative von Vers 39 und Vers 41 läuft jedes Leben zu. Man könnte sagen, es gibt am Ende immer nur zwei Kategorien. Die, die keine Sünde mehr haben, weil sie ihnen abgenommen wurde, und die, deren Sünde bleibt, wie das hier steht. Das ist der Basissatz der Seelsorge, den wir immer vor Augen haben müssen. Es gibt nur zwei Kategorien von Menschen. Die, die keine Sünde mehr haben, weil sie ihnen abgenommen wurde, und die anderen, deren Sünde bleibt. Und wissen Sie, das klärt unseren Blick dafür, wie wir mit den vielen Wechselfällen des Lebens umgehen, die sich ja im Alltag oft so in den Vordergrund drängen wollen und die auch in der Seelsorge oft so unsere gesammelte Aufmerksamkeit beanspruchen, was denn nun alles noch irgendwie geklärt und gelöst werden müsste und was auch alles irgendwo seine Berechtigung hat. Aber dieses brutale Entweder-Oder, dieses Verses 41, das zählt im Letzten, und man kann das zu Recht an dem oft bemühten Beispiel der Titanic festmachen, wie das jemand gesagt hat. Alle Klassen von Leuten waren dort an Bord. Reiche Leute, Berühmte, Hochgebildete, genauso wie ganz Ungebildete, manches einfache Volk, das sich auf den Zwischendecks drängte, Urlaubsreisende und Geschäftsreisende, brave Bürger und gemeine Betrüger, Ältere und Jüngere. Aber nur wenige Stunden später, als sie die Listen aushängten im Reisebüro der Kreuzfahrtgesellschaft von New York, gab es nur noch zwei Spalten. Verloren und gerettet. Lost and saved. Und dann fügt er, der das aufgeschrieben hat, hinzu, that is how God sees humanity. Das ist, wie Gott die Menschheit sieht. Und das sollte auch unser Blick auf unsere Mitmenschen sein.